Wir sind immer noch im Bestandskontenkreis Römisch 1. Wir lösen jetzt die Bilanz auf in Bestandskonten. Wir haben hier unsere Aktiva, die Mittelverwendung, unsere Passiva, die Mittelherkunft. Und wir lösen sie jetzt auf in sogenannte T-Konten. Das ist das, was der Bilanzbuchhalter am Anfang des Jahres immer macht. Früher mit der Hand, heute mit der EDV. Das heißt, wir taufen jetzt diese ganzen sogenannten T-Konten, taufen wir nun. Dieses Konto ist zum Beispiel ein Aktivkonto und heißt Maschinen. Dieses Konto heißt Rohstoffe, ist ebenfalls ein Aktivkonto. Und dieses Konto heißt Kasse und ist ebenfalls ein Aktivbestandskonto. Das heißt, ich habe die Aktivkonten hier hingeschrieben. Die Passivkonten. Ich habe hier das Konto Eigenkapital. Ich habe hier das Konto Darlehen und ich habe das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, das kürzt man ab, Verbindlichkeiten aus L und L, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Und nun machen wir uns nochmal klar, soll und haben, ja, später werde ich das auch mal weglassen hier, aber am Anfang schreiben wir das noch hier ganz sorgfältig dahin, linke Seite soll, rechte Seite haben. Auch hier linke Seite soll, rechte Seite haben, linke Seite soll, rechte Seite haben, linke Seite soll, rechte Seite haben. So, und jetzt übertragen wir die Bestände auf die entsprechenden Konten. Wir haben gelernt, bei den Aktivkonten stehen Zugänge und diese Zugänge sind natürlich auch die Anfangsbestände. Anfangsbestände und Zugänge stehen im Soll. Das heißt, diese 50.000 schreibe ich jetzt hier auf die Sollseite. Diese 20.000 schreibe ich jetzt hier hin auf die Sollseite. Sie kennen diesen Strich, das steht, dieser Hochstrich, der steht für drei Nullen. Diesen Kassenbestand von 5.000 schreibe ich auf die Sollseite. Bei den Aktivkonten steht der Anfangsbestand und die Zugänge im Soll. Anfangsbestände und Zugänge stehen im Soll. Und bei den Passivkonten ist es umgekehrt. Da stehen die Anfangsbestände und die Zugänge im Haben. Das heißt, ich übertrage die 60.000 hier auf die Habenseite. Ich übertrage die 10.000 von dem Darlehen hier auf die Habenseite und die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung von 5.000 auch auf die Habenseite. Bei den Passivkonten stehen die Anfangsbestände und die Zugänge im Haben.
Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.